Die Städtepartnerschaften sind der Garant für eine gute Zukunft. Und ich denke, gerade diese Relationen, diese Beziehungen, die aufgebaut werden zwischen Jungen, aber auch zwischen älteren Würzburgern und Bürgern der Stadt Caen und Bürgerinnen der Stadt Caen, sind schlichtweg wertvoll, um ein gemeinsames Fundament zu haben. Denn das, was auf uns zukommt, das sind Probleme, die wir in der Regel gemeinsam, deutsch, französisch oder innerhalb von Europa lösen müssen. Und insofern ist ein gemeinsamer Wertevorrat und das sich kennen von ganz entscheidender Voraussetzung. Dans un monde globalisé, dans un monde de compétition économique internationale, il est très important qu'effectivement nous puissions saisir l'opportunité de ces échanges et de ces partenariats. Et donc ça prend tout à fait son sens aujourd'hui pour les jeunes de s'engager dans les jumelages franco-allemands. Et voilà pourquoi de telles discussions comme aujourd'hui sont importantes. Et donc c'est un dialogue intergénérationnel qui permettra de passer le relais. Das Deutsch-Französische Jugendwerk hat hier eine Veranstaltung zur Städtepartnerschaften veranstaltet. Und wir laden dazu ein, die Partnerschaftskomitees der verschwisterten Städte, der deutsch-französischen Städtepartnerschaften und Gemeindepartnerschaften, um sich Inspirationen zu holen, sich zu informieren, wie können Jugendliche dafür begeistert werden, in Zukunft auch Städtepartnerschaften weiterzuführen. Es gibt viele Städtepartnerschaftsvereine, in denen sehr viele ältere Mitglieder sind und deshalb gibt es dementsprechend auch sehr viele Angebote für ältere Leute. Aber es ist wichtig, dass man da einen guten Ausgleich schafft und entweder generationsübergreifende Themen wählt oder dass man eben sowohl für die ältere Generation als auch für die jüngere Generation Themen und Projekte anbietet, also zum Beispiel Jugendbegegnungen und die Themen dann mit den Jugendlichen vorher abspricht oder zum Beispiel sich bei den Juniorbotschaftern des Deutsch-Französischen Jugendwerks informiert. Und wichtig ist es auch, den Jugendlichen Verantwortung zu geben. Pour moi, le comité du jumelage, c'est vraiment la base de la découverte de l'autre, que ce soit au niveau local, régional, mais surtout de l'autre pays. Puisqu'on s'aperçoit que les possibilités pour voyager, etc., sont multipliées. Et en fait, de moins en moins de personnes ont l'occasion de rencontrer l'autre. La différence entre le tourisme et le jumelage, c'est justement vraiment aller vers l'autre. Un wichtiges Thema war auch die Information. Und bei uns wird quasi nicht informiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich in eine Schule gehe und den Schülern zeige, hey, es gibt die Programme wie Job in der Partnerstadt oder es gibt verschiedene Stipendien, wenn ihr ein Praktikum machen wollt, dann werdet ihr unterstützt und wir können euch dabei helfen. Wir vom Partnerschaftskomitee haben die Kontakte und wir wissen, wie das geht. Kommt auf uns zu und fragt uns, weil ich glaube, die meisten Jugendlichen wissen das gar nicht. Donc j'ai commencé en 2010 avec un stage volontaire par le biais de la maison de la Rhénanie-Palatinate à Dijon grâce à l'échange qu'il y a entre Dijon et Mayence. Donc cette première expérience a été absolument concluante même si je ne savais pas parler l'allemand à l'époque. Je ne pouvais pas maîtriser la langue, ça n'a pas été une barrière. On arrive toujours à communiquer. Cette expérience a été absolument pour moi révélatrice. Les deux mots avec lesquels je pourrais résumer cette expérience révélatrice et géniale. Par la suite, j'ai même passé les 4 années qui ont suivi en Allemagne, tellement cette expérience m'avait ouvert les yeux sur les bénéfices d'un séjour passé en Allemagne. Dans le jumelage où je suis, il n'y a aucun jeune, il n'y a que moi en fait. Et c'est vrai que j'ai vraiment... c'est vrai que je trouve ça dommage et j'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui s'engagent dans ce jumelage. Après, moi, cette année, je fais un service volontaire européen ici et c'est encore plus motivant, quoi. C'est le contact avec les autres, parler à de nouvelles personnes, c'est vraiment captivant, c'est motivant, ouais. Das Gute ist der ganze Kontakt mit den Franzosen und den Deutschen untereinander, dass man sich so richtig austauschen kann. Und für mich selbst ist es wirklich mein erster Schritt in die Arbeitswelt. Ich habe jetzt gerade erst mein Abitur gemacht und das dann gleich im Ausland. Da kann ich meine Sprachkenntnisse verbessern, neue Leute kennenlernen, Freunde finden.